Ich glaube, er will hier rein. Ach nö. Ha, das ist ein Leitpfosten. So, jetzt. Was war B? Ach so, B war der Warnblinker. Jetzt könnten wir an dem vorbeikommen. Ah. Oh Gott, die fahren hier aber auch echt schnell. So, ich hoffe, Omsi hat das jetzt registriert, dass wir hier an der Haltestelle waren. Ich meine, wir haben die Haltestelle noch gesehen. Oh cool, da sind Stromleitungen, Strommasten. Das ist auch etwas, was auf so vielen Omsi-Karten meistens gefehlt hat. Aber hier haben wir es. Auf Krummenab gab es die ja auch, auf Telto gab es die auch, auf Hamburg gab es die. Okay, ist doch kein so gutes Beispiel gewesen, dass es die auf wenigen Karten gab. Aber ich bin in der letzten Zeit tatsächlich genau die Karten gefahren, wo auch welche verbaut wurden. Auf Overath sind welche verbaut. Schlechtes Beispiel. Okay. Ist vielleicht doch nicht so. Der sechste Gang ist tatsächlich auch auf der Taste bei mir, wo in 200 Metern. Ah, okay. Gut zu wissen. Danke, lieber Hilfsfeil. Der sechste Gang ist tatsächlich auch auf der Taste 6 bei mir und da ist auch das vordere Licht. Was können wir hier noch bei dem Bus einstellen, um darauf wieder zurückzukommen? Wir können hier vorne neben uns noch einen weiteren Begleitersitz einbauen. Der ist jetzt hier einmal zugeklappt. Wir können ihn auch komplett rauslassen. Wir können hinten, sieht man jetzt vielleicht im Rückspiegel, da sind so ein paar Sitze hochgeklappt. Die kann man wegmachen. Wir können die Verglasung der Türen können wir noch beeinflussen. Also relativ ja, stark verglast. Also bis unten durch bis zur Tür. Ich glaube bis zur Mitte geht auch einmal. Und dann bis nach ganz oben. Und dann halt nur oben. Das haben wir jetzt hier bei diesem Bus. Kann ich ja gleich auch nochmal zeigen. Und was kann man noch einstellen? Jetzt so auf Anhieb fällt mir da nicht mehr viel ein, was man da noch einstellen kann. Ich glaube, das war es tatsächlich schon an Sachen, die man hier bei dem Bus einstellen kann. Also es gibt bestimmt noch ein paar Sachen, die jetzt eher so kleinerer Natur sind. Die mir... Oh Gott. Ja, hier sollte man nicht schnell fahren. Also hier wird man echt durch Berg und Tal geschickt, man wird durch die engsten Straßen in Omsi geführt. Die 10 engsten Straßen in Omsi. Jetzt in der Infokarte. Ja, nee. Wobei, so ein Video, ich kann mir vorstellen, dass sowas jemand machen würde. Ich glaube, Innsbruck wäre da so auf Platz 1. Innsbruck könnte ich auch mal fahren, das bin ich auch noch nie gefahren. Doch, bin ich. Aber es ist nicht gut gelaufen. So, Spanneck. So, ihr wolltet wahrscheinlich bei der letzten Haltestelle schon raus, an der letzten Haltestelle. Könnt ihr euch auch dafür entscheiden? Ja, die können auch hier aussteigen. Achso, Moment mal, wir haben ein bisschen Verfrühung. Aber ich will jetzt hier nicht die ganze Zeit rumstehen. Zudem ist jetzt hier auch nicht wirklich was. Screenshot-Wertes? Nein. Etwas, was es wert ist, gescreenshottet zu werden. Und dass es hier sowas nicht gibt. So 10%. Och nö. 10% Gefälle. Wow. Das wird lustig. Ja, schön. Das sieht hier aber echt nach 10% aus. Ich weiß gar nicht, ob jedem so unbedingt bewusst ist, wie das Gefälle und die Steigung überhaupt berechnet wird auf so Verkehrsschildern, also wie das genau berechnet wird an so Stellen. Serpentin, oder? Ja, nicht Serpentin, aber auf jeden Fall verschlängelte Straßen. Die Eisenbahnbrücke gefällt mir. Kann ich mir die nochmal anschauen?
Nein! Ah, verdammt. Ja. Wenn man sich das hier zu sehr anschaut, dann... Oder wenn man hier zu sehr ins Träumen gerät, dann... ja, passiert das. Aber ich wollte hier unbedingt... Genau. ein Bild von der Brücke haben. Okay, ist nicht gut gelaufen. Verstanden, ich mach's nicht nochmal. In Arbeit ist tatsächlich auch gerade eine weitere Modifikation, die dem Bus noch eine Automatikvariante hinzufügt. Und hier vorne tatsächlich auch eine geteilte Tür. Also nicht diese diese Einzel-Außenschwenktür. Was wird noch hinzugefügt? Genau, eine Matrix-Version wird auch noch hinzugefügt. Die ist gerade in Entstehung, diese Modifikation. Die werde ich bei gegebenen Anlass, denke ich mal, auch nochmal vorstellen. Ich fahre als Tastaturspieler tatsächlich auch lieber Automatikwagen. Schaltwagen sind da noch ein bisschen anstrengend. Die Linie hat übrigens eine Fahrzeit von 45 Minuten. Weiß ich noch nicht, ob ich das so in einem Video hochlade. Wenn, dann mache ich vielleicht zwei 25-Minuten-Parts. Aber ich mache das ja auch mittlerweile so, dass ich, wenn ich das in mehreren Parts hochlade, dass ich dann zum Beispiel 81.1, 81.2 mache und nicht immer noch eine weitere neue Folge draus. Damit man sieht, dass es zusammengehört. Genau, das ist so der Grund dahinter. So, ich will mich nicht wieder verfahren, da biegt nur der Wanderbus ab, das heißt, wir dürfen hier geradeaus fahren. Und erstmal die Fahrgäste rauslassen. In... Wo sind wir denn? Windlach, Besucherparkplatz. Hallo. Ein schöner See. Gibt es hier eigentlich gar keine Kurzstrecken? Ich glaube, das war zu viel Rückgeld. Ich glaube, ups. Das war zu viel Rückgeld. Oder werden die einfach nicht gekauft? Eine normale Fahrkarte. Nee, es sieht bislang erstmal so aus, als ob es nur... Danke. Ein Fahrschein, bitte. Als ob es wirklich nur normale Fahrscheine gibt. Okay, auf dem Land eine Kurzstrecke... Weiß nicht, ob das so unbedingt nötig ist. Aber wir haben ja auch ein bisschen Zeit. Wir können ja mal gucken. Kurz? Nee, ja, kurz ist Einzelfahrt Kind. Ein Kind ist 0 Euro. Kurz Kind ist... Ja, wir haben hier keine Kurzfahrkarten. Kurzstrecken. Naja, wissen wir das auch schon mal. So. Gut, da vorne wendet nur einmal der Schulbus. Nicht, dass ich jetzt hier wende, weil dann muss ich mir irgendwo anders eine Möglichkeit zum Wenden suchen. Jetzt weiß ich das, dass ich mehr darauf achten sollte. Okay, alles gut. So, nächste Haltestelle. Windlach. Hauptstraße. Oh cool, da ist eine Burg. Das finde ich auch immer so schön, wenn man da so ein bisschen versteckt was hat, wo man so ein bisschen auch auf die Umgebung achten muss. Ah, und wir haben eine Ampel, okay. Also ich finde es gut, wenn man auch so ein bisschen das so baut, dass man auch vielleicht in der Landschaft so ein bisschen, ja, sucht. Ist jetzt vielleicht beim Fahren nicht unbedingt das Beste, weil dann ist man halt ein bisschen abgelenkt. Aber, joa, wenn man es kann, dann wird das hoffentlich kein Problem darstellen. Und ich glaube, wir fahren sogar an der Burg vorbei. Cool, hoffe ich mal. Oder fährt wahrscheinlich nur die Ausflugstour wieder hin. Hallo. Ja, Manfred, du kriegst ein 24-Stunden-Ticket. Eins. Nein, das waren zwei. 1, 50, 10. Ich kann es ja auch nicht lesen. Ich bin den ganzen Tag unterwegs und deswegen brauche ich so ein Ticket, was für den ganzen Tag reicht. Sie wissen schon, eine Tageskarte. Dankeschön. So, eine der wenigen Ampeln auch wieder. Ach, wie schön. Oh, ja, die machen wir nochmal eben zu. Die sollte nicht aufbleiben. Was haben wir denn da für ein Schild? Schutt abladen verboten. Gemeindeverwaltung. Oh, cool. Gelbe Säcke 1979. Gab es sie damals schon? Ich weiß gar nicht. Das muss ich jetzt einmal herausfinden. Ich glaube nicht, dass es die 1979 schon gab. Also es sind eindeutig ja gelbe Säcke. Vielleicht gab es ja schon gelbe Müllsäcke, aber nicht den gelben Sack, wo nur Plastik reinkommt.
So, nach Windlach Hauptstraße kommt Wanderparkplatz im Ried. Ah, ich glaube, wir fahren nicht an der Burg vorbei. Ich glaube, da kommt man nicht hin. Aber bei da geht es auch schon wieder so stark hoch. Ah, doch, könnte sein, dass wir da halten. Das wäre es natürlich, wenn ich da die Burg tatsächlich auch aufs Thumbnail, genau. Aufs Thumbnail. Oh. Ja, bei so manchen Begriffen muss man sich konzentrieren, wenn man es ausspricht. Das ist es auch so. Meistens, wenn irgendwas auf S, also wenn auf ein S ein TH folgt, das krieg ich meistens eher schwieriger hin. Hilfe. Das ist fies hier. Also man muss hier zwangsmäßig, glaube ich, auf die andere Spur. Und wenn einem da was entgegenkommt, lieber anhalten, kurz warten und dann weiterfahren. Und nicht das Risiko eingehen. Sonst endet ihr wie ich und ihr nehmt einen Leitpfosten mit. Und dann wollen alle Leute bei euch aussteigen und nicht mehr mitfahren und diese wunderschöne Karte beobachten. Aber ich finde es hier echt schön an einigen Stellen. Einige Stellen, ja, sind auch erstmal so, es ist halt hier Wald. Das ist jetzt nichts so Besonderes. Aber so die Stelle eben mit der Burg. Die engen Straßen, die hier, es gibt eigentlich hier kaum Straßen, die nicht so eng sind. Nein! Ah, wer hat denn da die Leitplanke hingesetzt? Es geht ja gar nicht mit der Leitplanke hier. Ja gut, es geht schon, aber es ist fies. Es ist sehr fies. Boah, wenn mir hier einer entgegenkommen würde, das wäre so fies. So, Spurverengung. Ja, als ob das hier nicht schon eng genug wäre. Was haben wir da? Ach so, ich dachte gerade, das wäre ein Einfahrtverbotenschild, aber hier ist ja keine Abzweigung und das hat sich gerade nochmal umentschieden, ein Überholverbot ausgesetzt. Oder Überholverbot aufgehoben, Schild zu sein. Okay. Finde ich auch gut. Also ich wusste noch nicht, dass es sowas gibt, dass sich Schilder auch nochmal spontan umentscheiden können, so wie den gerade ist. Vielleicht ist das ja für das Auto hinter mir, dass das nicht einfahren darf, wenn das da einfach mal so aufploppt. Es entscheidet so, ja, der hat ein schönes Fahrzeug, der darf hier auf jeden Fall einmal lang, so wie so ein Türsteher. Das Türsteherschild. Oh Gott, wo werden wir denn jetzt hier hingelotst? Soll ich da wirklich abbiegen? Ich soll da abbiegen. Nee. Oder? Oh. Alter, wo werden wir hier lang geschickt? Also abenteuerliche Linienführung, 100 Punkte. Von 100. Aber finde ich nicht schlecht. Das ist ein Feldweg, das hat schon so ein bisschen, ich will jetzt nicht böse sein, aber es hat schon so ein bisschen Erinnerungen an, wie hieß die Karte noch damals, diese russische, Omninsk? Ich glaube, so hieß die. Die bin ich ganz früher mal gefahren, ganz früher fand ich das eigentlich auch noch, ich finde es jetzt eigentlich auch immer noch cool, aber ich fand es früher eigentlich auch ganz cool. Da gab es auch so einen Feldweg, da bestand eine Linie komplett, oder fast komplett aus Feldweg. Ich weiß nicht, ob ich die Karte nochmal irgendwo rausbekramt bekomme. Dann kann ich das auch nochmal vorstellen. Das war eigentlich eine coole Karte. Aha. Aber das hat schon so eine gewisse Ähnlichkeit damit. Fehlen nur noch halt diese etwas heruntergekommenen Häuser. Aber wo sind wir denn hier? Genau, Wanderparkplatz, das war das. Oh Gott, die Ausflugstour da, die darf ja noch abenteuerlicher da langfahren. Ich glaube, die wollen wir auch nochmal irgendwann austesten. So. Das finde ich jetzt aber nicht gut. Moment mal, wenn die da vorlaufen, dann schaffe ich das ja auch, da lang zu fahren, ohne die zu überfahren. Ja, sieht man nicht. So, es wollte auch jemand raus. Eine einzelne Dame.
Aber wir sind auch schon gut weit, anscheinend. So, 5. 1. 50. 10. Jetzt weiß ich auch, wo die ganzen... Münzen hier sind. Es ist ein bisschen ungewohnt, wenn man... Oh, das war aber ein bisschen viel. Ja, das war tatsächlich ein bisschen viel. Jetzt weiß ich auch, wo die ganzen Münzen hier sind. Dankeschön. Wenn man so selten mit D-Mark noch fährt, dann ist es immer noch ein bisschen Umgewöhnung hier. So, kommen wir hier rum, ohne dass ich einmal rückwärts fahren muss? Ja, da steht ja auch nichts. Aber Moment mal, das möchte ich mir jetzt eben noch einmal kurz anschauen da. Da soll tatsächlich die Ausflugslinie entlang fahren. Ach so, okay. Ja, das ist so ein ganz, ganz kurzer, sehr begrünter Abschnitt. Also, ja, Wegpflege oder Straßeninstandhaltung ist hier jetzt auch nicht so unbedingt das, was die Straßen hier in diesem Landkreis auszeichnet. Ich weiß auch gar nicht, ob ich hier wirklich so schnell fahren sollte. Eigentlich ja nicht. Da ist mir das ein bisschen zu ungeheuer. Zumal da vorne eigentlich auch wieder die Kreuzung kommen dürfte. Die möchte ich, da möchte ich nicht so gerne raufrollen. Weil die sind da, glaube ich, schon ein bisschen schneller auch wieder lang gefahren. Naja. Ach, da vorne ist die Kreuzung. So. Nächste Haltestelle. Au! Da tut dem Drucker irgendwas weh. So, ich sehe natürlich nichts auf der Seite. Aber es kommt hier auch nichts. Das ist ja eine Frechheit. Ja, du bist eine Frechheit. Also wenn wir nach auffahren, dann muss ich euch auch allen wehtun. Nein, das klingt jetzt ein bisschen psychopathisch. Wenn wir nach auffahren, dann wird euch irgendwo weh getan. Passiv. Man kann sich immer, im Deutschen kann man sich ganz gut herausretten aus einigen Situationen. Wenn man ganz unsicher ist, man benutzt passiv, man benutzt einmal die dritte Form, Singular. Oh Gott. Ja, ich habe keinen Deutschleistungskurs. Ich kann Deutsch reden. Aber, ach hier, das ist au. Das ist ja süß. Aber mit den ganzen, na gut, die Person, erste Person, Plural und so weiter und so fort, also erste bis dritte Person, Singular und erste bis dritte Person, Plural, das sollte man schon können, nur bei den Fällen, da hakt es bei mir so ein bisschen, die habe ich tatsächlich nie lernen müssen. Achso, es wollte niemand. Ja, die Tür ist eben aufgegangen. Irgendwann, also die habe ich schon einmal aufgedrückt, die war nicht offen, während wir gefahren sind. Okay. Können wir das bitte festhalten? Ich weiß gar nicht. Dadurch, das Lenkrad verdeckt auch gerade den Schalter von der zweiten Tür. Das heißt, da sehe ich das dann gar nicht so. Nächste Haltestelle. Schleiz. Was hat er gerade gesagt? Ich höre das nicht. Die Fahrgäste sind im Gegensatz zum Bus extrem leise. So, 40 hier nur. Wegen der Kurve wahrscheinlich auch, ja, wirklich empfehlenswert. Hui. Vorbei an Wald und Wiesen und Feldern und an Floras Blumenparadies. Ich quäle den Bus aber teilweise auch schon echt fies, indem ich den... Ah ja gut, hier ist wieder Motorbremse. Ah, die wirkt jetzt eher so semi-gut. Muss ich ein bisschen nachhelfen, damit wir hier nicht zu schnell werden.
Hui. So, da dürfen wir nicht abbiegen. Danke. Finde ich ganz gut. Ich glaube, da fährt die Gegenrichtung. Musste abbiegen. Jetzt konnte ich gerade mal eben so schön in den fünften Gang schalten. Und dann kommt das hier. Oh Gott. Oh Gott. Also die Karte ist ja wunderschön, aber ich fühle mich ja immer so, als ob ich gleich den nächsten Unfall bauen würde. Sobald hier auch nur irgendwie eine Kurve kommt. Hui. Ach, da vorne ist die Haltestelle an den Weinbergen wieder. Ich weiß jetzt auch gar nicht, in welcher Region die Karte hier angesiedelt ist. Muss ja schon mal Süddeutschland sein. Also ich glaube nicht, dass sie solche Berge hier in Norddeutschland finden. Geschweige denn, dass hier Wein angebaut wird. Das wüsste ich. Also nicht, weil ich Wein trinke, sondern weil ich aus Norddeutschland komme. Ich habe tatsächlich, glaube ich, ein einziges Mal in meinem Leben bislang Wein probiert. Hat mir nicht so gefallen. Gibt, finde ich, bessere Sachen. Sachen, die besser schmecken. Wird auch schön warm hier in dem Bus. Also 26,1 Grad. Ich glaube, bei dem sommerlichen Wetter sind 25 Grad Außentemperatur eingestellt. Der heizt sich schon gut auf. So, nächste Haltestelle. Kirlach. Ach, das ist sogar schon unser Ankunftsdorf. Finde ich schön. So, wollen wir den mal nicht weiter quälen hier im vierten Gang. Hui. Ja, hier kann man so schön den Bus rollen lassen. Ah, ich hätte abbiegen müssen. Oh nee. Ja. Da war kein Hilfsfeil. Habe ich den schon vorher übersehen? Nee. Fuck. Ja. Wie abschüssig ist das? Bisschen abschüssig. Ja. Ich bin gerade hellauf begeistert. So, in der Hoffnung, dass sich jetzt hier niemand beschwert. Uff, das ist... Ja, jetzt testen wir mal den Wendekreis, ob wir hier jetzt von der Karte fallen. Nee, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Wir ragen noch nicht mal mit der Schnauze des Busses über die Karte hinaus. Da fehlte definitiv ein Hilfspfeil. Aber ganz gewaltig. Also das war echt gerade fies. Was ich übrigens auch letztens noch gelesen habe, weil ich ja in der letzten Folge über die ganzen Addons, die jetzt noch für OMSI erscheinen werden, geredet habe. Auf der Seite des Entwicklers des Hamburg Addons, da ist tatsächlich jetzt ein neues Cover sozusagen verdeckt erschienen, also mit einem Fragezeichen, und dann steht da 2020. Das heißt, wir können sehr wahrscheinlich noch was aus Hamburg erwarten. Ach so, nein, da fehlte kein Hilfsfeil. Ich habe die ausgeschaltet. Ah. So, ihr müsst euch manchmal auch, glaube ich, denken, was mit mir nicht so stimmt, stimmt mit dem nicht. Es tut ja schon weh, wenn man da zuschaut. So, aber wir sind angekommen. Yay. Finde ich schön. Wir sind, ja, fast immer, ich habe auf jeden Fall anderthalb Minuten Verspätung auch wieder aufgeholt. Beziehungsweise ich habe aus anderthalb Minuten Verspätung, anderthalb Minuten Verfrühung laut Fahrplanauswertung auch einmal gemacht. Ja gut, das wäre es jetzt hier von dieser Folge. Jetzt habe ich hier einmal den Bus vorgestellt, einmal die Strecke vorgestellt. Die werde ich sicherlich nochmal irgendwann rauskramen. Den Bus, wenn dann die Modifikation herausgekommen ist, auch. Und dann werden wir auch mal den in der Automatikvariante fahren. Mit anderen Türen, mit grauen Innenraum, was auch immer.
Ich will einfach andere Varianten zeigen. Ja, mal schauen, was denn als auch... Ja. Ihr wisst, was ich meine. Nein, mal schauen, was wir jetzt nächstes fahren werden. Und dann würde ich doch einfach mal sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.